Say, komm und don't take me home, please don't take me home, I just don't wanna go to work. Ah ja, die Tunes, ne? Wer das Video auf Facebook nicht gesehen hat, schaut doch mal vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Die Magpies, mein Karrieremodus-Team, haben ja gestern gegen City gewonnen. Oh, also für euch vorgestern. Ja, das waren schöne Szenen am Bahnhof, an der U-Bahn oder wo auch immer das war. Auf jeden Fall war es geil. Ja, neue Episode heute, Episode Nummer 37. In der letzten habe ich gesagt, ich werde nur OP-Teams bauen. Daran will ich mich heute halten. Wenn ihr PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben, Foot 15, irgendwie sowas braucht und mich unterstützen möchtet, schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu Kinguin. Ja, da gibt es günstiges PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben. Es gibt einen globalen Markt und es ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle bzw. auch seriöse Seite. Also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Genauso wie wenn ihr bei Sennheiser vorbeischaut. Auch dazu ist der Link in der Videobeschreibung für Headsets vom Marktführer. Ich denke mal, das ist eine ziemlich nice Sache, wenn ihr eins braucht. Gaming-Headsets, normale Headsets, Kopfhörer, alles Mögliche. Gut, Seite 2 und unser Spieler wird Chachi? Ich glaube Chachi. Ne, Chachi haben wir schon mal. Das heißt, den können wir gleich wieder runternehmen. Aber Mandzukic wäre möglich. Mario Mandzukic wird unser Mann. Ja. Müssen wir noch Formation auswürfeln. Und bin ich mal sehr gespannt, was es werden wird. Übrigens habe ich gerade entschieden, seht ihr hier, das Team kennt er ja. Ich habe gerade eben ein Spiel gemacht in Liga 1 und das Spiel wurde auch gewertet, alles in Ordnung. Und plötzlich, nach dem Spiel, komme ich ins Menü, Fehler zur Verbindung mit Foot, raus, keine Niederlage bekommen, kein Unentschieden bekommen, kein Sieg bekommen, aber auch keine 3 Punkte bekommen. War nicht irgendwie doof in Liga 1. Aber gut, nicht drüber beschweren, FIFA ist halt so. Und wir suchen mal, welche Formation es gibt. Das ist das Positive, bei einem Stürmer kannst du jede Formation nehmen, geht alles. Interessant, hatte ich auch noch nicht dieses Jahr. Mal sehen, ob ich ihn bekommen habe. Ich denke mal eher nicht. Doch, habe ich sogar. Klasse. Okay. Hat nicht die beste Fitness und so weiter und so fort, aber es geht auf jeden Fall noch klar. Und ich. Oh Mann. Warum habe ich den denn schon? Ich habe einfach alles im Verein. Ich kann es mir einfach nicht merken. So. Dann packen wir den mal hier. Nicht dahin. Hier hin. Und bauen ein OP-Team. Da bin ich mal sehr gespannt, wie wir das Ganze machen werden. So. Dann würde ich sagen, stellen wir noch einen Timer und dann geht's gleich los. Wenn euch das Video gefällt übrigens, letzten Episoden immer richtig fette Likes rausgehauen. Wenn wir es heute wieder schaffen, 600 Likes zu schaffen, wäre das richtig geil. Also haut mal ordentlich rein, würde mich extrem freuen. Ist eine klasse Unterstützung. So, 7 Minuten und dann würde ich sagen 3, 2, 1 und Start. Ab geht der Fisch. So, als erstes brauchen wir einen Kroaten und zwar am besten entweder rechts oder links. Und welchen Spieler gibt es aus Kroatien? Der links spielt richtig, den guten Ivan Perisic. Ich werde übrigens heute wieder kommentieren aufs Video hier bezogen und nicht auf irgendwelche Themen bezogen, weil ich... Okay, nehmen wir Perisic, weil ich mich ein bisschen darauf konzentrieren möchte, weil das, glaube ich, besser ist, weil bessere Teams bei rumkommen. Ja, komm hier. Ist ja egal. So, rechter Stürmer wird... Ja, ich habe ja gesagt, es wird OP. Es wird Gareth Bale. So, rechter Mittelfeldspieler. Gibt es einen walisischen rechten Mittelfeldspieler? Das ist die Frage. Ja, gibt es. Und zwar Bale. Na gut. Klasse. Burns gibt es auch noch, aber der ist halt Bronze. Natürlich jetzt schade, aber... Ja, LM gibt es Craig Bellamy oder hat der aufgehört? Ich weiß ja nicht. Rechts Mittelfeld wahrscheinlich kein. Doch. Cotterill. Dann verzichte ich... Ah ne, warte, das muss gar nichts heißen. Rechtes Mittelfeld, Primera Division, Liga WVA. Da müssen wir jetzt einen Spieler finden, der einen französischen Stronglink hat. Das heißt, entweder ein von... Athletic? Susaeta wäre möglich. Oder wir nehmen einen von... Barca? Real würde auch gehen. Bei Barca gibt es keinen. Bei Real gibt es, glaube ich, nur Bale. Yep. Okay, alles klar. Dann nehmen wir einen von... obwohl, wir können auch einen Franzosen nehmen. Aber Franzosen gibt es, glaube ich, gar nicht. Nee. Alles klar. Dann nehmen wir einen von Athletic Bilbao. Und zwar nehmen wir das Susaeta. Habt ihr ja gerade schon gesehen. So. Ist auch schnell genug, von daher passt das. Zentrales Mittelfeld. Ramsey, damit wir den letzten Link haben für... Nicht Razi, Ramsey. Für Bale, damit wir die beiden auch mal in einem Team haben. So, des Weiteren haben wir jetzt... Brauchen wir jetzt einen Stronglink. Und zwar natürlich Aymeric Laporte, ist klar. Ich denke mal, das war der Laporte oder wie auch immer er ausgesprochen wird.
Damit wir den Stronglink haben zu Mr. Susaeta. Ramsey braucht aber auch einen Stronglink, deswegen Laurent Koscielny. So. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wolfsburg. Gibt's Caligiuri natürlich noch. Ist auch schnell genug. So. Dazu brauchen wir aber... Ah, so sind die Links hier. Hm. Ja, okay, dann geht's auch anders, alles klar. So, Caligiuri auf links, Innenverteidigung. Muss ich kurz überlegen. Was ist jetzt die Frage? Also, wir haben hier Mandzukic, wir haben da Bale, wir haben hier Ramsey, der kriegt hier den Link von Koscielny, hier ist Laporte. Das heißt, er braucht noch einen. Laporte braucht keinen mehr. Das heißt, wenn ich hier einen Waliser hinstellen würde aus der Bundesliga, aber das gibt es zu 99% nicht. Aber wir können einfach mal gucken. Vielleicht ja doch, wer weiß. Ja, sowieso nicht. Ja, Bundesliga sollte man auch halt schon einstellen, aber das ist ja, das ist zu Mainstream. So, nein, natürlich gibt es keinen. Aber das ist nicht so schlimm an sich, denn wir können das auch anders machen. Und zwar brauchen wir dann einen zentralen Mittelfeldspieler aus der Premier League, der Deutscher ist. Und da haben wir einige, unter anderem haben wir da nämlich Mesut Özil. Den hatten wir zwar letztens schon eingebaut, aber muss anscheinend diesmal wieder kommen, weil Emre Can reicht nicht und Selalem ist halt Bronze. Deswegen nicht so nice. Ich habe überlegt, ob ich Can einbauen kann, aber dann kriegt Ramsey keine Chemie. Gut. Dann haben wir jetzt hier Özil, dann haben wir da Caligiuri. Das heißt, die sind alle mit Chemie versorgt. Das heißt, wir stellen jetzt ins Tor einen Franzosen. Und dann in die Innenverteidigung noch einen Franzosen. Und dann sind wir schon fertig mit dem Team. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ging heute dann sehr, sehr schnell. Muss natürlich aus einer anderen Liga sein. Zum Beispiel aus der italienischen, aber da gibt es keinen französischen Torwart. Den gibt es ja leider nur in der Ligue 1. Und dann brauchen wir da noch einen guten Innenverteidiger aus Frankreich. Und das ist halt so die Frage, ob wir da einen finden. Serie A gibt es keinen, ne? Nee. Liga BVA gibt es auch keinen, beziehungsweise sind wir ja sowieso schon drin. Legends gibt es auch keinen. Primera Division gibt es einen. Salin, aber der ist nicht gut. Russische Liga? Ne. Scottish Prem? Natürlich nicht. Ich wollte eigentlich in der türkischen gucken. Wo sind die da? Da gibt es natürlich einen, aber gibt es da auch einen französischen Innenverteidiger, ist die Frage. Das ist jetzt die Frage. Nein, gibt es nicht. Das heißt, wir müssen in die französische Liga gehen und uns da einen Innenverteidiger raussuchen. Ich hätte sonst Frey genommen mit irgendwen, aber so geht es natürlich auch. Umtiti wäre eine Möglichkeit, Perrin wäre eine Möglichkeit, aber Perrin ist so klein. Da würde ich, glaube ich, auf Umtiti zurückgreifen, den wir zwar auch schon relativ oft hatten, aber noch nicht so krank oft, dass es gar nicht mehr geht. Leider gibt es ja Andy Wolf nicht mehr. Nee. Gut, nehmen wir Umtiti und ins Tor nehmen wir dann einfach irgendeinen Franzosen. Und zwar nehmen wir da Rufier, weiß nicht, man dann da. Ich nehme lieber Rufier. Dann haben wir das Team fertig, das ging relativ schnell. Und dementsprechend kann ich noch eine Ankündigung machen für euch. Und zwar, oh, okay, so schnell war es doch wieder nicht, weil ich lange überlegt habe. Die Ankündigung ist folgende. Und zwar wird es ab heute, wenn alles geklappt hat, oder ab morgen, ich weiß noch nicht so ganz, ganz genau. Auf jeden Fall wird es eine neue Serie geben. Und zwar wird die heißen Zielers Top 11 oder irgendwie sowas in der Art. Das erste Video wird dann, ja wie gesagt, entweder heute oder morgen kommen. Und es wird so ein bisschen der Abdecker sein zur
zur Premier League, zum Let's Play und zu 7 Minutes Quads, weil natürlich wiederholt sich einiges bei den 7 Minutes Quads. Ich versuche das abwechslungsreich zu gestalten in Zukunft, verspreche ich euch. Weiß noch nicht genau, ob ich das schaffe wirklich, aber ich tue mein Bestes. Und ja, so viel zu diesem Thema. Ich denke mal, das wird auch eine sehr interessante Serie werden. Sie ist ein bisschen angelehnt an Abos wissen, wer Ibarbo ist, aber nur ein bisschen. Also es... Eigentlich ist es nicht von dem abgeguckt. Wenn man ganz ehrlich ist, man braucht einfach diese Serien, um irgendwie... Also man muss... Jede Serie ist in gewisser Weise abgeguckt. Und wenn man keine Inspiration hätte, dann ginge das ja alles nicht. So, Özil hier hin. Oh, der ist natürlich overlinked as fuck, ne? Hätten wir hier auch... Stellen wir hier mal Sarko hin. Ne, Mangala stellen wir da hin. Mangala. Da ist er. So, machen wir das. Und dann steht hier noch Susaeta und hier Perisic. Das mache ich gleich eben fertig. Und dann haben wir es auch. Wunderbar. Französischer Trainer. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Nationen nur. Aber dafür 1, 2, 3... Okay, 4 liegen. Ist nicht die Meisterleistung, aber ist gut. Und das war ja wichtig. Und so schlimm ist es in der Formation auch nicht, weil anders geht es halt nicht. Aber egal, gut. Die Serie auf jeden Fall könnt ihr da vorbeischauen. Ich denke mal, das wird relativ cool. Da werden wir bestimmt Spaß haben in dieser Serie. Denn, ja, ich denke mal, das passt einigermaßen. Gut, ich baue eben nochmal zu Ende und melde mich dann wieder, sobald ich fertig bin. Also quasi, sobald ich diesen einen Spieler auch gekauft habe. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Team ist vervollständigt, haben alle 9 Chemie. Natürlich haben sie 9 Chemie, wie sollte es auch anders sein? Ich denke mal, auch wenn es nicht ganz so schnell ist, wie ich es ja eigentlich haben wollte, reicht es auf jeden Fall. Warum hat Ramsey eigentlich nur 71 Pace? Aber egal, es reicht auf jeden Fall aus. Wir haben eine Innenverteidigung, die abgesehen von Laporte über 70 Pace hat. Wir haben vorne alles gut mit viel Physics und gutem Shooting und gutem Kopfball. Das sollte halbwegs funktionieren. Wir gehen jetzt Viertelfinale vom Pokal. Und ich würde sagen, ich melde mich dann, sobald ich einen adäquaten Gegner gefunden habe. Bis gleich. So, unser Gegner ist Arctic Penguins. Er hat ein Prem-Team und zwar mit... Ich will... Oh Gott. Mit Pace. Mit De Gea, Rojo, Mangala, Walker, Shaw, Fernandinho, Young, Barclay, Sterling, Walcott als Stürmer und Benteke. Ich habe mir extra den Sturm anfangs nicht angeguckt, weil ich wusste, dass es schlimm werden würde, aber so schlimm. Ey, nicht erwartet. Und es laggt. Die Latenz war grün. Oh Mann, egal. Wow. Ich muss schon wieder zusammenreißen, aber es war gut gespielt. Kann man nichts gegen sagen, hat er gut gemacht. Trotzdem nervt es mich jetzt schon wieder, weil es Base ist. Ich kann bei solchen Teams einfach nicht anerkennen, dass es gut gespielt ist. Ich meine, wie kann man so einen Pass spielen ohne Chemie? Komm, Bale. Bale ist der Boss. Ah, deswegen liebe ich den so. Deswegen werde ich den auch nicht verkaufen einfach, weil es mein Bale ist. Weil mein gezogener Bale. Und der wird immer da bleiben. Immer. Ja, der langsamste Spieler übrigens auf dem Platz ist Barclay. Und ich glaube, Barclay hat 78 Pace oder sowas. Na gut, egal. Es steht ja 1-1. Elva? Elva, ja, na, nicht wirklich. Aber nehme ich gerne mit. Obwohl, war es ein Elva? Naja. Habe ich auch mal einmal Glück gehabt. Muss ja in der Serie auch mal vorkommen. Gibt es ja normalerweise nicht. Übrigens, die Definition einer Pace-Hure wollte ich nochmal ganz kurz angemerkt haben. Weil ich da wirklich mit einer Person schon drüber geschrieben habe. Und die war da der gleichen Ansicht wie ich. Allerdings kann es ja sein, dass ihr das anders seht. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Für mich ist die Definition einer Pace-Hure nicht, wenn man mit Spielern wie Ronaldo, mit Messi, mit, was weiß ich, beispielsweise auch Bale. Ja, scheiße. Oh, er ist drin, Gott sei Dank. Mit Bale spielt. Weil das sind halt Spieler, die wären auch ohne das Pace mega geil. Sieht man ja beispielsweise bei Ibra, ja. Ibra braucht keinen Pace, der ist einfach so mega stark und das gleiche wäre es auch mit Bale und so weiter und so fort. Außerdem sind diese Spieler, die haben halt ihren Preis und die sind halt einfach auch in Realität so stark. Wenn dann aber Spieler wie Walker hast oder was weiß ich, wie Ashley Young oder wie noch ein ja. Oder wie, was weiß ich wen, ein Ibarbo, der in Realität gar nichts kann, auch wenn er gestern gegen Milan getroffen hat, für euch vorgestern. Das sind dann Pace-Holen für mich. Also wenn man sich günstige Teams baut, die wirklich nur auf Pace basieren, wo die Spieler nichts anderes können als pacen. Ich meine, klar kann jetzt beispielsweise ein Ibarbo auch schießen, aber das liegt ja nicht an dem oder so, an den Werten, sondern einfach an FIFA, weil das Spiel halt so verbuggt ist. Da könnt ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch als Pace-Holen seht, wenn man mit so schnellen Spielern spielt, wie beispielsweise mit so guten Spielern spielt, wie beispielsweise Bale
oder, was weiß ich, Ribéry, Ronaldo, Messi, oder ob für euch die Pacers sind die, die mit Mathis Bolli als Stürmer spielen würden, wenn er nicht Bronze wäre. Das würde ich ja mal wissen. Nein, Bale hätte den Hattrick machen müssen eigentlich. Nicht nur können, sondern müssen, aber es ist sowieso abseits, okay. Von daher nicht so schlimm. Schade, sollte jetzt Halbzeit sein eigentlich. Ich mache schon mal meine kleine Ansprache sozusagen, auch wenn es wahrscheinlich noch weitergehen würde, ich das Tor kassieren werde. Nein, werde ich nicht. Ja, ist ein nicht besonders ausgeglichenes Spiel. Eigentlich bin ich der, der nach vorne spielt, beziehungsweise wenn jemand Chancen hat, dann ich. Aber das meiste passiert im Mittelfeld, weil unsere Passquoten sowohl von mir als auch von ihm so unfassbar miserabel sind, dass das echt nicht mehr feierlich ist. Warum gibt es jetzt Freistoß? Weil ich seinen Kopf gefickt habe oder was? Naja, von mir aus. Trotzdem an sich nicht so schlecht. Das Team, weiß nicht, gefällt mir nicht so krass. Ich mag Dreierketten dieses Jahr, aber nicht, die sind mir zu offen. Aber an sich kann ich mir bisher nicht beschweren. Haben wir jetzt Halbzeit? Ja. Okay, er hat drei Schüsse. Die sind alle drei eigentlich, glaube ich. Gucken wir mal nach. Von relativ früh, genau. 4. Minute, 9. Minute und 10. Minute, ja. Ich denke mal, das ist eindeutig. Also, ich dominiere das Spiel, aber da muss noch ein bisschen mehr gehen. Oh, Bale gegen den Pfosten. Der hat so Pech, der Junge. Ganz ehrlich, Bale ist dieses Jahr, glaube ich, echt mein Lieblingsspieler bisher. Abgesehen von Quaresma. Die beiden in einem Team. Na, da müsste man Dreierkette spielen. Beziehungsweise einen ohne Chemie. Und das will ich ja nicht. Bale kommt. 3 Sterne Week. Foot. Nein. Nicht mal die Ecke. Aber vielleicht jetzt noch die Chance. Mandzukic. Ah, schade. Komm, oh, schlechtester Lupfer aller Zeiten, aber vielleicht verzeiht mir das Spiel das. Ja, vielleicht auch nicht, wenn jetzt der Ball durchkommt auf Benteke, aber ja, Mangala ist da. Komm, nein, verdammt. Ja, Problem bei Bale, ne? Er kann sich mit rechts schießen und muss mit links schießen. Geht nicht anders, aber gut. Ecke wird nicht vom Torwart automatisch geschlagen. Das ist schon mal sehr... guck mal. Guck mal, wie frei der steht. Den muss ich eigentlich da hinschlagen. Auf Susaeta. Okay. Bisschen zu hart, aber das sollte nichts mehr am Sieg ändern. Im Idealfall. Der müsste jetzt gleich abpfeifen und dann hätte ich endlich mal wieder einen Sieg und der wäre auch verdient. Aber bei FIFA-Schiedsrichtern weißt du ja nie. Anscheinend gibt es noch den einen Angriff und jetzt habe ich ein ganz schlechtes... Nein. Oh, Rufier, du bist ein Gott. Oh, Ende. Alter, was war das denn schon wieder? Ey, der letzte Angriff, das war so klar, dass es nochmal gefährlich werden würde. Aber egal. War ein Sieg im Endeffekt. Ich denke mal, der geht auch vollkommen in Ordnung. Er hat am Ende ein bisschen Druck gemacht, aber nichts allzu Gefährliches. Abgesehen von der letzten Szene jetzt und von daher. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.